So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, und nachdem ich heute ganz schön, ja, bisher kassiert habe im PvP, werden wir jetzt hier mal in den Siegesrausch reingehen. Und zwar, weil wir einfach hier die Quest tatsächlich auch mitnehmen wollen. Zack, 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 wo sind sie? Für die Eventpunkte 2500, wird knapp. Weil wir sind ja gerade ganz gut dabei in der Heldentaverne. Da sind wir ja schon bei 13.000. Was für uns nicht schlecht ist. Und wir sind ja auf dem Weg zu unserem ersten heldenhaften Gegenstand. Deswegen gehen wir hier heute rein. Dafür habe ich ein ganz klein bisschen Platin aufgeladen. Wie gesagt, ihr könnt gerne über meinen Code immer dieses Platin aufladen. Dann könnt ihr anstatt hier direkt Euros zu nehmen, Platin benutzen. Über Mobile ist es dann sogar nochmal bis zu 20% günstiger tatsächlich. Und ihr unterstützt mich noch, wenn ihr der Taker als Creator-Code benutzt. Über die VK-Marktseite. So, wir haben damit 8 Ruhmes-Tickets bekommen. Und schauen einfach mal rein. Ich muss zugeben, heute war noch nicht so unser Tag. So, wir nehmen den Kultisten. Oh, alles nicht so pralle. Harlekin probiere ich mal. Portalwächter, ja. Wir nehmen Mime. Trixie. Und wir nehmen hier links das Talent mit den Seelen. Und das war's schon. Mal gucken, was der Gegner sich genommen hat. Ja, Yoshi darf natürlich nicht fehlen. Moin, moin. Grüße gehen raus. Auch mal vielen lieben Dank für euren Support in den letzten Videos. Letzten Tage hatten wir ja ein paar, ja, in Anführungszeichen, kleine Guide-Videos ein bisschen verzaubert. Ein bisschen Ausrüstung hergestellt. Heute einfach mal wieder hier ein bisschen Event. Okay, er spielt Mönch und Fluch. Okay, ich würde sagen, wir bauen einfach hier vorne direkt auf. Zack. Ich habe vorhin dasselbe Deck gespielt tatsächlich, also ein ähnliches. Da bin ich noch nicht mal dazu gekommen, überhaupt irgendwas hier zu opfern. Einfach aufgrund von, ja, zu lang gewartet auch tatsächlich. Weil ich hier erst ewig aufbauen wollte. Wir probieren hier nämlich jetzt gleich mal aus, was da wirklich so passiert, wenn wir hier alles opfern. So, wir müssen dann hier auf die Mana-Power-Ups klicken. Dann werden hier alle gelöscht, okay. Haben wir das überhaupt mit den Seelen mitgenommen? Jede Seele hat den Schaden des Kultisten um 1%. Ich verwende sich ein Kultist in Dämonenform, Heroidform, okay, okay. 20 Seelen brauchen wir dafür erstmal. Das heißt, das hier wären die nächsten zwei. Okay. Könnte man fast stehen lassen. Wir ziehen die wieder raus, let's go. 6 Seelen. Bei 20 soll irgendwas passieren. Ich bin gespannt. Ich würde es einfach mal austesten. Weil ich es bisher tatsächlich selbst noch nicht hatte. Okay. Zack. Was gibt es hier noch einen vielleicht? Jawohl. Let's go. 6. Ah, hier unten sehen wir auch die Anzahl. 10 haben wir jetzt so. Ah, die Nahrhütte sind halt zu niedrig am Ende des Tages, ne? Müssten hier eigentlich schon ein bisschen was Höheres bekommen. Oh, Pech, Pech, Pech. Ganz viel Pech steckt hier auch mit drin. Ich weiß, es macht nicht so viel Sinn, jetzt alles zu opfern, weil wir innen noch nicht die Aufstellung so krass haben, aber ich will vielleicht mal gucken, was diese Heroldform, wie die aussieht. Der Vierer hier oben stört natürlich enorm, ne? Oh, er ist schon sauer, er kriegt nämlich seine Aufstellung nicht hin. Vielleicht reichen sogar hier die Einser. Ich wollte gerade sagen, wenn kein Tribunal kommt, da ist er. Das ist bitter jetzt. Und wir haben auch keine Dryad mit oder so, ne, um das hier hochzupushen von alleine. Deswegen, wir müssten merchen, um hochzupushen. Schwierig. Gleich wird es hier richtig bitter werden, sage ich euch schon mal so, wie es ist. Kaspar, was macht der für Quatsch drüben? Der Vierer ist halt auch nervig, ne?
Ein Klick noch, dann können wir da den noch rüberziehen. Wie viel brauchen wir? 20? 20. Bringt es jetzt 4, auch wenn es hier ein Zweier ist? Oder bringt der 2 sozusagen? Falscher Klick. Von 14 auf 18, ja. Also es ist egal, welcher Fusionsrang. Das heißt, am Ende des Tages gar nicht erst unbedingt da irgendwelche hohen Fusionsränge reinziehen. Dann könnt ihr nämlich auch den Move machen und den Zweier da rausziehen am Ende des Tages. Aber hier mindestens mal ein Zweier. So, okay, jetzt ist der in der Mitte hier in der Heroldsform. 15% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Ah, gar nicht so schlecht, theoretisch. Aber wir werden das Ding hier trotzdem verlieren. ja, wir müssen da was hinbekommen. Ja, wir werden die nicht mal K.O. kriegen, glaube ich. Und die Heroldsform ist auch weg. Ah, weil die Seelen weg sind durch das Löschen scheinbar. Nee, eigentlich nicht. Dabei wird sich die. Crazy. Warum diese Heroldsform jetzt weg ist, kann ich euch tatsächlich auch nicht sagen. Mit den Kultisten habe ich mich noch gar nicht so sehr beschäftigt, wenn da der ein oder andere Profi in den Kommentaren unterwegs ist. Gerne mal den Tipp rein. So. Kriegen wir nochmal einen Klick hier hin. Na, den da hochziehen bringt auch nichts. Ja, das Einzige, was kommen könnte, würde ich gerade sagen, wäre da noch ein Kultisten hinzubekommen. Ansonsten kann ich mir. Ah, okay. Ja, klar. Die Verbindung war nicht da. Deswegen war es kein Herold mehr. Ansonsten kann nicht mehr so viel passieren. So, wir können hier den nochmal wegnehmen. Bringt ein bisschen Mana. Aber nun ja, haben wir wenigstens mal die Spielweise mit den Kultisten schon so im Ansatz gesehen. 225 Punkte gibt es trotzdem, weil wir Ruhmesticket dabei hatten. Und so viel brauchen wir ja gar nicht mehr. So, wir haben noch ein paar Ruhmestickets und gehen noch in ein zweites Match rein, würde ich sagen. Gute alte Klingentänzerin. Das sieht schon doof aus, tatsächlich. Ja. Ja, okay. Ja, mal schauen. Wir nehmen Jay mit. 20, 21 Mal, genau. Wir nehmen mal die Fee des Wutes. Das war's. Mal gucken, was der Gegner genommen hat. Ja, moin. Ja. Fast Mirror Match. Bis auf den Fluch. Bis auf den Fluch Mirror Match. So, das Problem ist, wir haben keine Ritterstatue. Keine Ritterstatue. Wo sind die Bonusfelder? Hier kann man noch ganz gut arbeiten mit. So, ich hatte nur den Tipp bekommen, immer gleich den in die Mitte zu ziehen, weil man da am meisten Blüten stacken kann. Das macht auch tatsächlich Sinn. Zack. Den vielleicht auch gleich leveln hier. Sehr gut. Ziehen wir da unten den noch hin? Oder den hier oben können wir nehmen. Das ist doch schon mal in Ordnung, würde ich sagen. Ja, die hier sind so Beiwerk, ne? Die jucken am Ende eigentlich nicht. Die jucken nicht wirklich. Was wir haben wollen, ist natürlich die Klingentänzerin. Der Rest ist Beiwerk, ja. Vielleicht hier so ein Dreier, Vierer von dem hier noch innen drin kann ich schaden für Bosse. Und ansonsten ist es natürlich, ja, nicht wirklich brauchbar. Oh. Aufstellung ist erstmal wichtiger. Den müssen wir hier nämlich rausbekommen noch. Nach hier drüben. Er spielt mit dem Virus. Ich bin gespannt, mit dem Fluch. Ich bin echt gespannt, ob der Fluch viel ausmacht am Ende. Hat natürlich eine hohe Angriffsgeschwindigkeit. Bin gespannt.
Na komm, wird wirklich der letzte Klick hier. Zack, der hat ein bisschen höhere Angriffsgeschwindigkeit. Jawohl, so, die Aufstellung ist da. Okay, hier haben wir noch einen, der kann weg. Natürlich. Wie soll es anders sein? Hier oben rein. Wir konzentrieren uns erstmal komplett auf die Klingentänzer. Bin gespannt, ob der Fluch da wirklich den Unterschied machen wird. Na, was hat er da gemacht? Mal gucken. Vielleicht verkackt er ja die Aufstellung. Er hat 5 Blüten, den geben wir die Dread rein. Was gibt's hier? Oh, den lassen wir sogar mal stehen. Warum nicht? Erstmal. Wenn hier noch ein T7 Hau draufsteht. Kann erstmal nicht schaden, solange wir Platz haben. Also den lasse ich auf jeden Fall stehen. Den, wenn er auf 2 geht, mache ich vielleicht weg. Die Feen stacken sich auch. Er hat noch keine Fee. Was hat er genommen für eine Fee? Okay, er hat Fee des Wachstums genommen. Oh. Das wollen wir natürlich nicht. So, wir haben alles auf 2. Er hat hier schon T4 und T3. Mal schauen. Den müssen wir aufheben. Der Hau drauf hilft uns natürlich noch ein bisschen bei Bossen, ne? Muss man dazu sagen. Er hat ein bisschen Hilfe bei den Raves durch Fluch. Es wird echt spannend, glaube ich, welches der beiden Matches sich hier durchsetzt. Machen wir hier oben auf die Angriffsgeschwindigkeit, genau. Zack. Ja, ein bisschen mit Dollarschaden haben wir gemacht, ein bisschen mehr. Kann natürlich auch am Jay gelegen haben. Der da pünktlich mit reingetimt war. Wir nehmen den hier unten weg, glaube ich. Dann soll nur der hochgehen. Ein bisschen Platz brauchen wir auch noch hier, ne? Sonst können wir nichts mehr schreddern auf Dauer. Spannend wird es natürlich, wenn so ein Virus kommt oder so. Virus. Dunkler Priester. Weil wir natürlich nicht das Talent zum Heilen des negativen Effekts mit dabei haben. Das könnte spannend werden. Aber natürlich auf beiden Seiten. Machen wir den Hau drauf hier mit hoch. Macht mehr Schaden wie wir. Er hat einen Klingentänzer mehr. Er hat die ja, bessere Aufstellung genommen tatsächlich. Da ja die Ritterstatue sowieso fehlt. Hat er natürlich ein bisschen mehr Schaden. Mal gucken. Mal gucken. So. Upgrade war natürlich doof hier. Zweier Schreddermeister raus geworden. Oh, er hat 18 Dinger hier schon drauf, ne? Wie hat er das gemacht? Ah, Jay brauchen wir jetzt nicht mehr schießen, bringt nichts. Wir lassen den hier unten stehen, er macht auch ein bisschen Schaden. Ja, ich glaube der erste Boss, der könnte es schon sein, der uns jetzt knackt. Ich glaube, auch das Game werden wir verlieren, leider. Sieht irgendwie ganz cool aus bei ihm, was er da macht. Er hat einen sehr hohen Trickser, kann das sein? Das Talent hat der hier genommen. Ja. Klar muss er es selber haben. Zack. Oh nein, das ist schlecht. Schnell, schnell, schnell. Oh gut, sonst wäre unser... unser einziger Schreddermeister weg. Den will er uns unbedingt nehmen. Schafft er jetzt auch, aber wir haben noch einen zweiten bekommen. Naja, was soll ich sagen, ne? Ich hab's euch gesagt vor der Runde. Der Tag läuft nicht gut. Manchmal ist es auch einfach verhext, glaube ich. Heute ist nicht mein Tag in Rush Royale. Ich glaube, ich sollte heute ein bisschen Koop spielen gleich noch. Off-Stream, Off-Video. Ja, natürlich, Trixer 20 war das. Eieiei. Trixer 20. Okay. Okay, ja, natürlich auch das hier. Uff. Der hat schon ja, auch sehr gute Ausrüstung am Start, der Kollege. Level 17, Level 17, Level Max. Ja. Da kann man mal verlieren, würde ich sagen. Naja.
trotzdem nochmal 225 Punkte. Damit sind wir bei 1,8. Das heißt, ich muss mich nach gleich noch ein bisschen durchqueren. Notfalls mit den Niederlagen hier noch die letzten Punkte holen. Bis hier müssen wir kommen. Aber ich würde sagen, das beenden wir für heute. Das wird nicht mehr besser. Und naja, solche Tage gibt es auch, ne? Auch bei mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder wann auch immer das Video guckt. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.